Ich spreche mit ganz vielen Menschen über ihr natürliches Leben, so über ihren Alltag, aber auch über ihr Glaubensleben. Und oft stelle ich was ganz Interessantes fest. Da gibt es eine Parallele zwischen dem, wie es ihnen im Natürlichen geht und wie es ihnen im Geistlichen geht. Und oft ist die Ursache dafür, dass es ihnen in beiden Bereichen so schlecht geht, dass sie nicht das Wort Gottes in ihr Leben einpflanzen. Sie lesen schlichtweg die Bibel nicht. Oder sie sagen, es ist mir zu schwierig. Ich verstehe das nicht. Ach, und der Text ist so kompliziert. Und ich habe das schon mehrfach versucht und nie habe ich es geschafft. Eigentlich weiß ich ja, dass ich es machen müsste, aber und dann kommen viele Punkte, viele Ausreden, warum es eben doch nicht so ist. Heute möchte ich dir nochmal ganz, ganz besonders dieses kostbare Wort Gottes ans Herz legen. Für mich ist das Wort Gottes, als ob ich Perlen oder Edelsteine aus dem Schatzhaus Gottes für mich persönlich abholen würde. Als würde er mich mit kostbaren Edelsteinen beschenken. Dieses Wort ist etwas Kostbares in meinem Leben. Ich kann mir das nicht vorstellen, ohne Bibel zu leben. Ich kann es mir nicht vorstellen, woher ich Kraft und Zuversicht und Hoffnung und Stärke und all diese Dinge, die ich so sehr in meinem Leben brauche, woher ich sie kriegen sollte. Sie können nur aus dem Wort Gottes kommen. Sie können auch nicht ersetzt werden durch christliche Bücher. Ich lese sehr viele christliche Bücher, aber sie ersetzen nicht das Wort Gottes. Denn das Wort Gottes ist reich an Kraft. Es hat Kraft, die Dinge deines Alltags wirklich zu überwinden. Das Wort Gottes will zu dir sprechen. Der Heilige Geist will dir dieses Wort aufschließen. Wenn du die Bibel nicht verstehst oder verschiedene Passagen nicht verstehst, Verse nicht verstehst, dann bitte ihn. Bete vor dem Bibellesen und sag, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mir dein Wort aufschließt, dass ich es verstehe. Und er ist treu, er wird es tun. Ich habe das so oft erlebt. Ich habe so viele Bibelstellen auch schon gelesen und vielleicht auch nicht richtig verstanden, aber der Heilige Geist ist der, der das Wort zu dir bringt. Er bringt diese Schätze aus dem Schatzhaus Gottes in dein Leben. Er bringt diese Edelsteine, diese Diamanten aus seinem Wort in dein Leben. Und du wirst sehen, wenn du damit ausgerüstet bist, dass du dann gestärkt durch deinen Alltag durchgehen wirst. Du wirst eine völlig neue Position beziehen können. Du bist nicht hilflos dann irgendwelchen Situationen ausgeliefert oder du bist nicht kampflos den feindlichen Strategien ausgeliefert, sondern das Wort Gottes rüstet dich aus mit Kraft, mit Zuversicht, mit Stärke, mit Wiederherstellung, mit all diesem Reichtum aus dem Schatzhaus Gottes. Ich möchte dich sehr ermutigen, ganz neu deine Bibel zu nehmen, darin zu lesen, den Heiligen Geist zu bitten, dich zu lehren. Und der Herr ist treu und er wird dir zeigen, dass du auch in diesem ganz praktischen, lebenswichtigen Gebiet viel, viel mehr mit Gott erleben kannst und dass Gott mehr für dich hat.